Ja, wenn man über das Thema, was wird nach Corona kommen, dann ist ja diese Veranstaltung quasi schon fast symbolartig dafür. Ich habe ihn mir mitgenommen, weil wir haben ja heute, ich hoffe, das ist aufgefallen, wir haben B2B, wir haben B2C und wir haben Messen da gehabt. Wir haben also ein breites Spektrum abdecken können. Ich habe mir von Herrn Olscher mitgenommen, auf einmal geht alles digital, das geht jetzt auch digital. Und warum brauchen wir eigentlich immer den Druck zur Veränderung von außen? Die Frage habe ich mir mitgenommen, weil die ist extrem spannend für die Zukunft. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal bei einem Glas und einer Brezel darüber sprechen. Dann habe ich mir aus dem B2C-Bereich mitgenommen. Digital war schon vorher wichtig. Viele Dinge hat es schon vorher gegeben, aber es war jetzt sozusagen nochmal ein Booster für viele Überlegungen, die wir hatten. Und ich habe mir auch so ein bisschen mitgenommen, wie wir feiern, ändert sich. Dann habe ich mir mitgenommen aus dem Thema Messen. Ich sage mal jetzt tendenziell eher digitale Messen. Messen werden hybrid. Aber was ich auch sehr interessant fand, war die Thematik, ich muss mir überlegen, wie soll die Messe positioniert sein? Also was will ich mit der Messe erreichen? Es gibt kein Universaltool-Messe für alle Anlässe, sondern ich muss es mir genau überlegen. Und dann habe ich mir noch für Messe noch mitgenommen, und ich hoffe, das passt auch einigermaßen. Messen werden weniger, aber dafür höherwertiger in der Zukunft. Aber wir brauchen die Präsenzmesse weiter. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen wiedergegeben. Wenn das stimmt, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei unseren Referenten bedanken. Vielleicht auch nochmal einen Abschlussapplaus.